Jemand wusste von den Gewissensbissen des Bischofs und tötete ihn, bevor er etwas verraten konnte. Das ist ein Geständnis. Der Bischof spielte eine Rolle bei der Zerstörung der Texte. Gegen seinen Willen. Der Rest des Briefes ist verbrannt. Aber er erwähnt das Münster und die Äbtissin. Ob sie diese Texte dort aufbewahrt hat? Seht euch um! Durchsucht jedes Zimmer! Sie müssen hier irgendwo sein! Da sind sie! Die rote Hand! Oh Herr, sei gnädig! Schweig! Hier sollte ich vor... Die rote Hand! Ich muss hier weg! Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla und dem zweiten Teil. So, das war schon mal schön. So. Was ist da los? Hä? Ich will den Schweiß der Schlacht sehen! Ja, komm! Verlieren wir keine Zeit! Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wie kann er mich denn sehen, wenn ich überhaupt nicht sichtbar bin? Stehle dich unerkannt ins Münster. Wo ist denn das? Ja, so ganz unerkannt bin ich jetzt nicht, aber... Vielleicht hast du es hinter dir! Odin soll dich holen! Halt auf mein Zeichen! Ich töte dich! Ja, das habe ich heute schon ein paar Mal gehört. Was ich echt so zum Kotzen finde, dass man wieder nirgendwo sieht, wo die sind. So. Mein Ziel hat mir die rote Hand auf den Hals gehetzt. Ich komme näher. Ich sollte endlich zum Münster. Die Äbtissin weiß mehr, als sie preisgibt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt hier oben hinkomme. Also reinkomme. Was war das denn? Ich schätze nämlich, dass ich nur nach hier oben gehen kann, weil ich, oder gehen soll, wie auch immer, weil ich da oben zum Ausblick komme. Obwohl, kann man hier irgendwie... Nö, kann man auch nicht. Los, Sühnen. Also... Die Schriften werden unerkannt ins Münster. Das hier ist aber doch das Münster, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber da kann man jetzt so... Ja, doch, da komme ich in den Innenhof rein. Also wenn das jetzt wirklich das Münster ist hier, weil ich sollte ja irgendwie nach hier gehen. Ja, komm, geh drüber. Da ist der Innenhof, ne? So. Ja, weiter runter. Ja, komm, noch ein Stückchen. Okay, die Frage ist jetzt... Moment, nee, hä? Da war der Innenhof, oder? Gameplayerin mal wieder völlig orientierungslos hier. Geht ja mal gar nicht. Geradeaus und dann links. Ja, das ist ganz toll, dass die mir schaden. Aber was interessiert mich das jetzt, wenn ich hier oben stehe und den Rahmen benutze? Also irgendwas ist hier auf jeden Fall nicht so ganz koscher heute mit dem Spiel. So. Hier ist der Innenhof. Und
Und ich muss irgendwie hier rein. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt da rein? Da ist eine Tür, die vermutlich abgeschlossen ist. Der Plan der Feuerprobe trägt Früchte. Endlich! Wir verharren schon zu lange im Schatten. Halt Ausschau nach ungebetenen Gästen. Sie schätzt keine Unterbrechungen. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Die rote Hand ist überall. Sie müssen das Münster gesichert haben. Okay. Dann werde ich hier wohl... mal schauen, dass ich hier so reinkomme. War da jetzt nur noch der eine hier? Würde ich gerne ein Attentat machen. Das war ein richtig geiles Attentat, genau. Okay. Da komme ich aber nur raus. So, die Frage ist jetzt nur, was soll ich jetzt genau hier machen? Die Schriften werden dort verwahrt. Das ist schön, aber die werden hier irgendwie gerade nicht mehr so verwahrt, ne? Die sind draußen. Schätze, ich muss irgendwie runter oder so. Steht das da hinten vor irgendwas, was ich brauche? Gibt es etwa Ärger? Ja, könnte man so nennen. Na komm. Hey! Hey! Aber ich denke, das steht da nirgendwo drauf. Ich denke mal, ich muss hier irgendwie hoch. Moment, hier ist irgendwas Grünes. Was? Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da tut? Du hast ja nichts verloren, Priester. Geh! Jetzt! Blasphemie! Hört sofort auf damit! Beunruhigt dich etwas, Vater? Äbtissin, sieh doch! Sie verbrennen die ganzen Schriftstücke! Wieso verhinderst du das nicht? Ich wusste es. Weil ich den Befehl dazu gab. Was? Die Pergamente, die vor dir brennen, sind voller Lügen. Solange es sie gibt, hast du keine Hoffnung, die Welt so zu sehen, wie sie ist. Lügen? Äbtissin, was ist mit dir geschehen? Wir sind Gottes Kinder. Wir alle. Wende dich nicht von ihm ab, bitte. Ich flehe dich an. Noch kannst du bereuen. Gott wird dir vergeben. Du weißt, dass er es wird. Dein Geist wurde vergiftet, doch sei unbesorgt. Wir haben das Gegengift. Wir werden das Vorbild sein, dem alle nacheifern können. Du bist des Wahnsinns! Damit kommst du nicht davon! Das lasse ich nicht zu! Du kannst es niemandem sagen. Niemand wird deine Schreie hören. Wenn du es nicht erträgst, sie brennen zu sehen, dann brennst du mit ihnen. Ich will das alles zerstören. Hat die sich gerade geklont? Texte, jeder Absatz, jede kleinste Notiz, alles. Es wird Zeit, dem ein Ende zu setzen. Ja, Feuerprobe. Hä? Wieso, wieso sehen die alle gleich aus? Was? Die Äbtissin ist die Feuerprobe. Sie tötet alle, die sich ihr in den Weg stellen. Ich muss ihr nächstes Opfer schützen. Nicht die Feuerprobe, doch wenigstens dich habe ich. Nicht die Feuerprobe.
Leicht zerknüllter Zettel. Deine Arbeit wird bei Zeiten gewürdigt und du wirst für deine Mühen bei der Unterstützung des Zunders belohnt. Die Kammer. Ich würde sagen, läuft ja gerade einmal rein. Ja, damit haben wir dann ein weiteres Ordensmitglied gerade freigeschaltet. Da haben wir ja leider noch nicht allzu viel von. Ich muss das hier immer mal so ein bisschen wegmachen, damit der mir das nicht immer noch als neu anzeigt. Ja, wie ihr seht, ein Eiferer fehlt mir noch. Ich weiß immer noch nicht so genau, wo er ist. Und der Rest hier in der Mitte, schätze ich mal, der kommt wirklich im Laufe der Geschichte. Also ich gehe stark davon aus, Fulke werden wir noch töten, wenn wir weiter auf die Suche nach unserem Bruder gehen. Aber aktuell, habe ich ja gesagt, schiebe ich das ein bisschen nach hinten. Dementsprechend habe ich sie natürlich auch noch nicht. Jetzt muss ich mal schauen. Giftwiderstand, das können wir auch nehmen. So, weil alles, was jetzt kommt, ist so ein bisschen, ja. Finde und töte den Zunder. Sie ist unter den Mitgliedern der Roten Hand. Ja, aber wo muss ich dann hin? Im gleichen Gebäude weiter nach geradeaus durch? Hä? Ernsthaft? Da geht es aber doch gar nicht weiter. Wenn ich jetzt von hier aus mache... Es ist hinter mir, willst du mich veräppeln? Also anscheinend ist sie... Ja klar, sie ist ja unten durch die Tür durchgegangen, genau. Komme ich hier irgendwie relativ schnell runter? Eigentlich wieder nicht, ne? Dann machen wir es so. Ja, oder so. Ich würde aber gerne... Ich kann nicht zwischendurch speichern, okay? Ich würde nur gerne nicht ganz so nah ans Feuer vorbeigehen. Ja, der Arme, der kann jetzt eh mit seinem Reichtum nichts mehr anfangen, ne? Nee, ich will das nicht tragen. Ach so. Okay, verstehe. Ist sie rausgegangen oder ist sie... Sie ist da rumgegangen, schätze ich. Ja, ganz so unerkannt war es jetzt nicht. Götter verachten, Feiglinge! Dann ist ja gut, dass ich eine Kriegsheldin bin. Okay. Die Sau flieht! Schießt! So, darf ich jetzt mal kurz gucken, wo die jetzt überhaupt ist? Zeig mir, danke. Was vor uns liegt. Also, keine Ahnung, was... Achso, die sind hier oben am Arbeiten. Und die haut jetzt hier ab, oder wie muss ich das jetzt verstehen? Die ist aber draußen auf den Straßen. Okay, die folgen mir jetzt gerade nicht. Ja gut, ist draußen auf den Straßen, haha. ist ja jetzt quasi auch überall Sperrgebiet momentan. So, mal schauen. Ihr seid keine Kämpfer. Was habt ihr denn für Probleme? Ach so, weil die da Leichen hinterlassen haben, nehme ich mal an. Okay. Was? Oh, ich hasse das, wenn man in die Nähe hinkommt. Ah, da hinten. Und sich das Ziel dann komplett woanders hin bewegt. Ja, Feuerprobe. Wo ist sie denn jetzt? Hallo? Ach, die ist unter mir. Okay. Ja, ich möchte ein Attentat machen. Hm.
Dankeschön. In mir hat immer schon dieses innere Feuer gebrannt. Das Verlangen, etwas Großes und Wichtiges zu tun. Doch diese Tür war mir immer verschlossen. Meine Methoden schienen so drastisch. Ich wurde verstoßen, gemieden, verachtet. Tja, warum wohl? Der Orden jedoch, er schenkte mir Beachtung. Er erkannte den Mut, der mich antrieb. Den Mut, die Welt zum Besseren zu verändern. Sie öffneten die Tür für mich. Und du hast die Gelegenheit genutzt, eine Lebensweise zu zerstören, die du nicht gut heißt. Wir haben wieder und wieder gesehen, was geschieht, wenn wir die Menschen ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen lassen. Wissen muss kontrolliert werden. Nur dann wird die Botschaft von der Masse verstanden. Der Tag, an dem es nur noch eine Wahrheit gibt, rückt näher. Eine Wahrheit, das ist das Angebot des Ordens. Sie wollte einen neuen Funken entfachen, doch tat sie es mit harter Hand, nicht mit der Zunge einer Lehrerin. Deine Läuterungen enden hier und jetzt. Meine Arbeit ist unvollendet, jedoch nicht ohne Belang. Andere werden sie weiterführen, denn einer der vier ist unser. Wieso sagst du das? Was hat das zu bedeuten? Nun gehe ich. Eine Flamme, die hell brennt und ewig weiter brennen wird. Nach Helheim, wo dich kältere und grausamere Feuer erwarten. Einer der vier ist unter uns. Ich sollte wieder zu Yuffina. Sie wird von Äbtissin Ingiborgs Beteiligung hören wollen. Ja, davon gehe ich auch aus. Aber damit ich jetzt nicht direkt hier überfallen werde, weil ich hier mitten im Sperrgebiet bin. Wobei das jetzt die Frage ist, doch die sind hier immer noch überall auf den Straßen, was schon irgendwie ein bisschen seltsam ist. Weil... Achso, nee, hier, okay, hier ist es jetzt nicht mehr so. Ich wollte schon sagen, weil wir haben ja jetzt quasi die Bossin hier getötet. Und normalerweise ist es ja so, wenn man die Großen tötet, dann sind die Kleinen auch weg. Sag mal, Leute, was ist los mit euch? Ich fliehe ja nicht vor irgendeinem Teufel oder so. Die haben irgendwie den Schuss nicht gehört, ne? Keine Ahnung. Okay, also ich werde mich auf jeden Fall jetzt nochmal eben ganz schnell zu meiner Freundin rüber bewegen. Ja, die gucken sich auch schon an, als würden sie sagen, wie bekloppt sind die denn? Habe ich irgendwie Blut im Gesicht oder was? Seid ihr irgendwie voll dämlich? Oder? Oh Mann, ey. Ich meine, die laufen jetzt weg, als wäre ich hier der Teufel in Person. Ich meine, ich bin zwar immer mal wieder in der Hölle, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich der Teufel in Person bin. Der Teufel wohnt ja da. Er kommt ja nicht immer wieder. So. Sie ist drin, nehme ich mal an. Ah, ich setze mich bei dir auf den Schoß. Es wäre aber auch ganz okay, wenn ich mit dir reden könnte. Was hast du zu berichten? Das Licht der Feuerprobe ist erloschen. Es war die Äbtissin von Jovorvik, Ingiborg. Bei den Göttern, das hätte ich nie gedacht. Kennt die Macht des Ordens keine Grenzen? Nein, und oft sind es diejenigen, die wir am wenigsten verdächtigen, die seine Ziele verwirklichen. Die Äbtissin wollte alle christlichen Texte in der Stadt vernichten, ihre Ideale aus Jovorvik vertreiben. Sie sagte mal etwas, das mir im Gedächtnis geblieben ist. Einer der vier ist unser. Vier? Aber es gibt nur drei Ziele in Jovorvik. Haben wir etwas übersehen? Verdammte Pikten! Reicht es nicht, dass sie den Orden halten? Jetzt laufen sie auch noch in unseren Landen ungehindert herum.
Jür sagt, wir hätten Speer auf ihrem Boden. Unter dem Boden! Nur einer kehrte zurück, geprügelt und geschunden. Möge die Mutter sie zu sich nehmen. Jofina, hast du einen Moment? Bring Jör mit, sollte er in der Nähe sein. Ich bin sofort bei dir, Herr. Zwei Ziele sind noch übrig. Die Streitereien im Hafen waren in letzter Zeit ohrenbetäubend. Hör dich dort mal um. Du wirst mit Sicherheit etwas finden. Okay, das werde ich tun. Allerdings werde ich jetzt erstmal einen kleinen Cut machen, weil die Folge ist doch sehr, sehr lange geworden. Fast eine Stunde. Also jetzt ja knapp 53 Minuten aktuell. Und ich denke, dass ich das Ganze dann in zwei Teile splitten werde. Deswegen wundert euch nicht, wenn es keine Verabschiedung und keinen Willkommensgruß von mir gegeben hat zwischendurch. Dann lag es daran, dass ich das Ganze halt wirklich gesplittet habe. Ja, ich mach's kurz und schmerzlos. Wir werden mit der Story in der nächsten Folge weitermachen. Bis dann. Ciao.